Einen schönen guten Tag, liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer der Eintracht Medien. Die Pressekonferenz vor unserem Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen mit Adi Hütter. Wir spielen mal wieder am Samstagnachmittag nach langer Zeit. Schiedsrichter ist Dr. Felix Brüch. Das Auswärtskartenkontingent haben wir vollkommen ausgeschöpft. 2.967 Fans sind mit dabei. Eure Fragen bitte. Schönen Nachmittag einmal. Ja. Mittag. An Ingo Dostewitz. Dann fange ich mal an, auch ganz einfach. Was ist denn mit dem Sebastian Rode? Er hat leichte Magen-Darm-Verstimmung gehabt. Ich gehe davon aus, dass er heute auch wieder mit der Mannschaft mittrainiert. Peter Hess. Bleiben wir dann beim Personal durchdeklinieren? Irgendwelche Verletzten oder irgendwelche angeschlagenen Spieler oder alle? Also wie gesagt, die länger Zeit Verletzten, da hat sich nicht viel verändert. Und gibt natürlich aus dem Spiel gegen Werder Bremen schon ein paar Spieler, die schon gewisse Schläge auch mitbekommen haben auf die Füße, und da muss man natürlich heute noch abwarten. Wir haben bis morgen Nachmittag Zeit, um zu schauen, wer dann schlussendlich auch einsatzfähig ist und wer nicht. Abgesehen da, bitte? Aber es ist keiner, der nicht, kein Spieler da, der, von dem Sie sagen, ausgeschlossen. Also geht sich nicht aus für den Samstag. Wie gesagt, die Langzeitverletzten, bei denen geht es sich nicht aus, alle anderen, wie gesagt, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Ich gehe davon aus, dass die alle an Bord sind. Peppi, deine Frage damit beantwortet? Oder? Ich wollte nur nach dem Stefan Ilsanker fragen, ja. Der ja nun Cut links, Cut rechts, der nächste wird dann in der Mitte sein, aber der kann trotzdem spielen, trotzdem frisch genähten, oder muss der gleich mit Turban spielen? Ja, das werden wir jetzt noch. Scherzfrage, sondern das ist ernsthaft, weil. Berechtigte Frage. Ich tendiere eher möglicherweise, dass er vielleicht gleich mit, wenn er spielt, mit Turban spielt. Ich habe ihm nur gesagt, also das über dem linken Auge ist schon sehr, sehr geschwollen, aber haben gut genäht. Und ja, ich habe ihm gesagt, es schaut jetzt vielleicht ein bisschen wild aus, aber wenn er dann älter wird, Männer mit ein paar Narben im Gesicht werden interessanter. Peppi Schmidt. Herr Hütter, wir haben ja schon mal ganz kurz nach dem Spiel gesprochen. Der Rückblick auf Leverkusen, der könnte schwer fallen für alle, auch für Sie. Haben ja damals gesagt, einen der schlimmsten Spiele in Ihrer Karriere. Das wird ja morgen sicher nicht passieren, aber gefährlich ist das Spiel trotzdem, denn die Leverkusener sind ganz gut in Form. Ne? Also bestimmt, dass das mal als gefühlt Spieler und Trainer sicherlich die schlimmste Niederlage war. Deswegen auch, weil es nach, glaube ich, 36 Minuten 6-1 gestanden ist, habe ich in der Form noch nie erlebt. Darf uns auch in keinster Weise nochmal passieren, gehe ich auch nicht davon aus. Obwohl Leverkusen, glaube ich, in den letzten 11 Spielen in der Rückrunde 9 gewonnen hat, eine einzige Niederlage in Hoffenheim und nur einmal unentschieden gespielt hat, das in Leipzig. Also das heißt, sie sind sehr, sehr gut drauf, spielen seit den letzten 8 Jahren, glaube ich, die beste Bundesliga-Saison. Und sind momentan sehr, sehr gut drauf. Und deswegen müssen wir uns auch dementsprechend vorbereiten, dass wir weit, weit besser uns präsentieren wie letztes Jahr. Ingo Dostewitz. Wenn man bei dem Spiel nochmal bleibt, jetzt von dem Ergebnis mal abgesehen, können Sie denn da irgendwelche Schlüsse noch rausziehen oder ist das zu lange her? Also ich kann mich erinnern, Sie haben damals, glaube ich, eine Fünferkette aufgestellt, was zumindest damals ungewöhnlich war. Gibt es da irgendwelche Rückschlüsse? Man sollte auch so in der Niederlage auch lernen. Wir haben natürlich, es war glaube ich zwischen den beiden Chelsea-Spielen, wo wir natürlich auch versucht haben zu rotieren, eher versucht haben defensiv aufzutreten, hat aber, wie man auch gesehen hat, obwohl man viele defensive Spieler auf dem Platz hat, heißt noch lange nicht, dass man dann defensiv gut spielt. Wir haben viele Sachen einfach dort vermissen lassen. Ich finde, Leverkusen hat dann eine unglaubliche erste halbe Stunde gespielt, wo wir uns hinten und vorne nicht ausgekannt haben. Aber ich glaube, das wird uns morgen in der Form sicherlich nicht passieren, weil wir ganz anders ins Spiel gehen werden und müssen. Sonja Pahl. Schon viel über Leverkusen jetzt gesprochen. Welche Chancen sehen Sie denn für Ihre Mannschaft morgen? Wie es in jedem Spiel Chancen gibt,
Wie gesagt, Leverkusen ist gut drauf, die Trauben hängen dort auch höher. Trotz allem wollen wir natürlich jede Serie mal versuchen zu brechen. Ich glaube, in den letzten paar Jahren mit einem Torverhältnis von 16-2 haben wir uns jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Deswegen wollen wir versuchen, diese Bilanz aufzubessern, positiv zu gestalten. Favorit ist sicherlich Leverkusen in diesem Duell. Trotz allem fahren wir dorthin, um morgen dort auch versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Müssen natürlich defensiv sehr gut sein, wenn Havertz spielen sollte. Sicherlich der absolute Schlüsselspieler dieser Mannschaft, der wieder gut in Form ist. Dass wir den versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, haben aber trotz allem noch an den Flanken mit Diaby, Bellarabi, ganz egal wer da spielt, Bailey. Unglaublich gute Spieler, schnelle Spieler, die wir in Schach halten müssen. Aber trotz allem müssen wir auch versuchen, nach vorne zu spielen. Christopher Michel. Die erste Frage, ist Leverkusen für Sie auch nochmal ein Titelkandidat? Weil dann wäre da ja morgen schon auch ganz schön Dampf bei denen auf dem Kessel, wenn Sie da ganz oben nochmal angreifen wollen. Und zweitens, was erwarten Sie generell für ein Spiel denn morgen? Wollen Sie sich auf einen offenen Schlagabtausch einlassen? Wird das eher ja, ein gemäßigterer Auftritt? Grundsätzlich wollen wir einen guten Auftritt hinlegen. Klar, wir stehen mit 28 Punkten da. Wir haben in jedem Spiel die Möglichkeit, trotz allem zu punkten. Es geht am Ende des Tages immer um unsere eigene persönliche Leistung, die sicherlich geprägt sein muss von einer guten Stabilität, mit einer guten Balance zwischen einer guten Defensive und kompakter Defensive. Wir müssen in die Zweikämpfe kommen, weil Leverkusen schon auch die Qualität hat, wenn sie Platz haben, Raum haben, aufgrund ihrer Schnelligkeit und ihrer Technik, dass sie jedem Gegner wehtun können. In ihrer Verfassung sind sie sicherlich ein Mitkandidat und Mitfavorit auf den Titel. Und deswegen wissen wir auch, mit wem wir es morgen zu tun haben. Sonja Pahl. Ich würde gerne noch mal personell eine kleine Sache nachfragen. Wie ist denn im Moment der Stand mit Bas Dost? Wann rechnen Sie denn mit ihm? Rechnen Sie überhaupt noch mal mit ihm in dieser Saison? Einfach so blöd gefragt sozusagen. Natürlich rechne ich noch mit ihm. Es ist immer schwierig abzusehen, wann genau der Zeitpunkt wieder ist, wo er ins Mannschaftstraining einsteigt. Er ist momentan einfach noch in der Reha. Mein Wunsch wäre natürlich, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei sein könnte. Wir sind sicherlich, was das betrifft, in der Offensive mit André Silva und Gonzalo Paciencia sehr dünn besetzt. Deswegen spielen wir meistens auch immer mit einer Spitze, weil ich einfach noch einen Spieler draußen haben möchte, wo ich nachlegen kann. Und deswegen hoffen wir natürlich alle, dass Bas so schnell als möglich wieder retour kommt. Christopher Michel. Ja, da haben Sie schon mal die Antwort, meine Frage ein bisschen vorausgenommen mit der Einmannspitze. Aber generell, André Silva macht das ja wirklich, muss man sagen, momentan gut. Er schirmt die Bälle gut ab, verteilt die auch gut, macht die vorne rein. Bei Paciencia hat man immer das Gefühl bei den Beobachtungen, er fühlt sich in der Doppelspitze einfach wohl. Er hat auch alle seine Treffer in der Doppelspitze erzielt für die Eintracht. Ist er momentan so ein bisschen der Verlierer dieser Bas-Dost-Verletzung, weil sie halt eben nicht auf die Doppelspitze so variieren können, außer vielleicht mal in der letzten halben Stunde, um eine Brechstange auszupacken? Grundsätzlich bin ich immer ein Gegner von Verlierern und Siegern. Es ist halt einfach mal im Mannschaftssport so, dass es Spieler gibt, die halt spielen und gut drauf sind, sind dann die sogenannten Sieger, und die, wo vielleicht weniger spielen oder nicht so gut drauf sind, sind die Verlierer. Das ist einfach im Mannschaftssport so, dass man über ein Jahr hinweg nicht immer wahrscheinlich die dementsprechenden Leistungen bringen kann. Ich als Trainer schaue immer drauf, dass die Jungs alle bereit sind, wenn man sie braucht. Momentan hat halt André Silva die Nase vorne, aber muss man jetzt kein Hellseher sehen. Da sieht ja jeder, dass er momentan sehr, sehr gut arbeitet, für die Mannschaft trifft, hält die Bälle gut fest. Gonza hat es auch schon sehr, sehr gut gemacht, hat jetzt momentan einfach ein bisschen die Rolle in, dass er ja von der Bank kommt, kann sich aber auch dann irgendwann wieder schlagartig ändern. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler, wenn Sie unseren Kader anschauen, und der ist jetzt zwar nicht klein, aber auch nicht riesengroß im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ich habe jetzt nur den Spielberichtsbogen von Werder Bremen gesehen, das waren dann glaube ich 31 Spieler oben, und ja, für das, dass wir international auch noch spielen, finde ich, ist unser Kader, hat eine dementsprechende Größe, aber sicherlich nicht zu groß. Deswegen müssen wir auf jeden Einzelnen aufpassen. Und ich bin auch bei jedem einzelnen Spieler froh, wenn er dann wieder fit ist und bereit ist. Peppi Schmidt. Nochmal ganz kurz zu Bas Dost. Trainiert der hier oder ist der wieder in der Schweiz? Damals hatte das ja geholfen. Oder ich weiß nicht, wo er war. München, Schweiz, Österreich. Alles egal.
Nein, also er war jedenfalls nicht hier. Das hat er damals. Aber er ist hier. Gibt es noch Fragen? Christopher. In die Pokalmentalität jetzt auch in die letzten Bundesliga-Wochen mit reinzubekommen, irgendwie ein Pokalspiel da aus Leverkusen draus zu machen, von der Atmosphäre her, um es überspitzt zu sagen? Gute Auslosung ist am Sonntag. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Tagen schon einmal gesagt, wir sind international richtig gut unterwegs, im Pokal jetzt wieder im Halbfinale, sicher wieder was Außergewöhnliches. Wir müssen einfach in der Liga schauen, dass wir unsere Punkte so schnell als möglich zusammenkratzen. Auch morgen gibt es die Möglichkeit, in Leverkusen was mitzunehmen. Und ist momentan eine der stärksten Mannschaften in der Bundesliga. Und jeder weiß, Leverkusen hat eine Mannschaft, die technisch sehr gut ist, schnell ist. Was ich sogar weiß, die laufstärkste Mannschaft in der Liga ist. Deswegen wissen wir, was auf uns morgen zukommt. Und wir müssen einfach unsere Chance trotzdem auch nach vorne suchen und einfach viel, viel, viel besser verteidigen wie das letzte Mal. Ingo. Haben Sie denn Angst, oder Angst vielleicht das falsche Wort, aber Sorge, so im Hinblick auf die nächsten drei Spiele, das sind ja auch ganz schöne Kracher, Leverkusen, Gladbach, Bayern, dass man so in dieser ganzen Gemengelage mit internationalen Highlights, DFB-Pokal-Highlight, so ein bisschen ins falsche Fahrwasser kommt? Angst habe ich grundsätzlich nicht wirklich, ich habe Respekt vor allem. Und jetzt kann man wieder hergehen und sagen, gegen die Großen haben wir viele Punkte geholt. Jetzt kann man eigentlich drei große. Jetzt wäre es wieder einfach zu sagen, da holen wir unsere Punkte. Ich weiß natürlich, dass in der Liga müssen wir aufpassen. Das ist so. Schaut tabellarisch jetzt so aus, dass wir irgendwo im Niemandsland sind. Aber unglaublich aufpassen müssen, dass wir nicht nach hinten reinrutschen. Deswegen ist jedes Spiel auch in der Bundesliga für uns sehr, sehr wichtig. Herr Pischmidt. Ist das so die Überzeugung in der Mannschaft? Also wir feiern ja alle das, was in den Pokalspielen passiert. Und das ist ja auch für jeden sichtbar, dass da was passiert, eine Reaktion in der Mannschaft, im ganzen Auftreten. Muss man darauf hinweisen als Trainer? Ist das schwierig? Nein, aber wenn man jetzt sich mal alle Spiele anschaut, dann haben wir, sagen wir jetzt, lassen wir mal das Union-Spiel weg, wo wir einfach vielleicht eine unerwartete Niederlage einstecken mussten. Natürlich können wir über Dortmund reden, wie wir verloren haben. Das hat natürlich nicht gepasst, was die Leistung betrifft. Aber in Dortmund, denke ich, kann man auch mal verlieren. Aber wir haben Leipzig geschlagen, wir haben Augsburg souverän zu Hause geschlagen, wir haben Hoffenheim auswärts geschlagen. Also ich weiß jetzt nicht, wo wir jetzt in der Meisterschaft so hinterherhinken gegenüber den anderen Spielen. Düsseldorf auswärts, natürlich war es jetzt kein Leckerbissen von unserer Seite, aber wir haben dort unentschieden gespielt. Und wenn man die Spiele von Düsseldorf anschaut in der Liga, haben die sich auch, finde ich, einfach weiterentwickelt. Also wir stehen ja nicht so schlecht da. Das Problem ist das, dass wir im Herbst einfach oder in der Vorrunde zu wenig Punkte geholt haben. Da hinken wir einfach hinten nach. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir von 11 Spielen 7 gewonnen, 2 unentschieden, 2 verloren. Also diese Bilanz finde ich jetzt trotzdem sehr, sehr gut. Christopher Michel. Herr Hütter, der Philipp Kostic hat sich ja nach seiner schlimmen roten Karte trotzdem sehr vorbildlich verhalten, dann auch öffentlich nochmal entschuldigt. Haben Sie da trotzdem nochmal das Gespräch mit ihm gesucht und vielleicht auch mal hinterfragt, warum gerade ihm sowas passiert ist? Er ist ja nun wirklich nicht als Gelbkarten- oder Rotkartensammler bis dann in Erscheinung getreten. Die Frage ist immer, was bringt es, wenn ich jetzt ihn nachfrage, warum er das gemacht hat. Ich glaube, das ist einfach eine Kurzschlussreaktion. Also wenn man sich es nochmal genau anschaut, hat er, glaube ich, im Rutschen zuerst den Ball gewonnen. Wenn er da vielleicht den Ball nach hinten spitzelt zu unserem Mitspieler, dann passiert ihm das nicht. Er wollte einfach auch in dieser Situation zeigen, dass er den Ball zurückkämpfen möchte. Und der Philipp ist wirklich, wenn man sich die ganze Statistik von ihm auch anschaut, ein absolut super Profi, der auch ein sehr, sehr fairer Spieler ist. Und ich glaube, in diesem Moment hat es ihn dann selber geschockt, dass ihn genau da an der Wade getroffen wurde oder ihn getroffen hat. Hat sich dann auch anschließend sehr, sehr vorbildlich verhalten gegenüber dem Trainer von Werder Bremen. Auch was ich gehört habe, ich bin ja nicht dabei, aber gehört habe ich, dass er sich auch über Instagram bei Toprak entschuldigt hat. Ich glaube, Philipp hat dann alles gemacht, was sich gehört. Das Entscheidende und wichtig, das Wichtige ist einfach, dass Toprak nicht schwerer verletzt ist oder eine schwere Verletzung rausgezogen hat. Aber Philipp, mache ich in dem Sinn keinen Vorwurf, das kann passieren. Ärgerlich ist es einfach, dass er jetzt mal im nächsten Pokalspiel auf alle Fälle fehlen wird.
Ingo Dostewitz. Also jetzt wirklich die letzte Frage zu Bas Dost. Aber das ist jetzt in Anführungsstrichen nur Adduktoren. Also ist jetzt nichts dazugekommen oder? Ich hätte jetzt nichts Neues gehört, aber es ist halt auch einfach ein Bereich, der sehr, sehr unangenehm ist, den zu behandeln, weil es ja, bei gewissen Bewegungen, die Frage ist dann immer wieder, wo es dann das Gefühl gibt, es ist wieder gut, da macht man auf dem Platz dann einmal die eine oder andere Bewegung mehr, dann kommt wieder der gewisse Schmerz wieder, ist gar nicht so einfach und trotz allem habe ich da absolut Vertrauen in unsere Physioabteilung und unsere Ärzte, dass sie versuchen werden, mit Bas Dost zusammen ihn so schnell als möglich wieder zurück ins Mannschaftstraining zu bringen. Peter Hess. Sie haben nochmal die positive aktuelle Bilanz gesehen, 7-2-2. Es lief ja auch in der Vorrunde so gut. Bis dann im Herbst dann der Einbruch kam. Natürlich muss man, wir Journalisten sowieso, dann befürchten, es könnte ja wieder so passieren. Die Frage, die ich daraus ableite, trainieren Sie jetzt schon in derselben Erfolgsphase, die Sie in der vergleichbaren Erfolgsphase, in der Sie in der Hinrunde waren, schon anders, damit Sie quasi einer weniger erfolgreichen Phase im späteren Verlauf vorschützen können? Also machen Sie etwas anderes. Wenn Sie sich Gedanken machen, finde ich es ja gut. Fürchten, weiß nicht, ob man sich fürchten muss. Ich glaube, man muss immer der Realität ins Auge schauen. Und aufgrund dessen, dass wir auf drei Hochzeiten tanzen, wenn Sie genau schauen, haben wir jetzt öfter schon rotiert. Wir müssen auch morgen rotieren, weil ich natürlich nicht jetzt schon Anfang März die Mannschaft dort haben möchte, dass sie vielleicht hinten raus nicht mehr die Power haben. Wir haben trotz allem noch viele Spieler, finde ich, im Köcher, die vielleicht jetzt momentan weniger Spielpraxis haben. Ich denke jetzt da, wo wir vorhin schon angesprochen haben, Gonzalo Paciencia, vielleicht Bas Dost, der wieder retour kommt. André Silva ist trotzdem auch ein Spieler, der viele Spiele machen kann. Danny da Costa, der vielleicht auch jetzt momentan ein bisschen weniger spielt. Wir haben auch Koto Hasebe noch auf mehreren Positionen. Erik Durm ist noch da. Dominik Kohr, die vielleicht weniger gespielt haben. Das sind alle Spieler, wo ich sage, wenn es darauf ankommt, müssen wir vielleicht hinten raus dann noch mit denen spielen, die vielleicht jetzt weniger gespielt haben. Und das ist einfach so. Deswegen habe ich ja vorhin von einem Mannschaftssport gesprochen, dass manchmal hat Phasen gibt, wo man gut drauf ist, wo man spielt, und dann gibt es halt einmal Phasen, wo man weniger gut drauf ist. Und in Summe gesehen brauchen wir jeden Einzelnen, um auch dann bis zum Schluss unsere Ziele erreichen zu können. Gut, dann sage ich vielen Dank. Sehen uns morgen in Leverkusen. Danke, danke schön.